bin der Michi Bückers und bin Bergführer. Habe jetzt so eine Jobkonstellation, dass ich mit der Hälfte meiner Zeit bei Deuter am Start bin und mit der anderen Hälfte meiner Zeit bin ich als Bergführer unterwegs. Ich bin auch jetzt meistens der erste Tester. Wenn die Muster kommen, dann darf ich es ausprobieren. Ich glaube, ich bin so ein Produktnerd. Mir macht es schon ziemlich viel Spaß, da rumzubasteln und zu tüfteln. Ich glaube, dass ganz oft einfach die Sachen nicht gescheit ausprobiert werden und dass die Kunden letztendlich die Tester sind am Ende, wenn es ganz blöd läuft. Und das ist bei uns definitiv überhaupt nicht so. Das ist eine recht heterogene Gruppe, also es sind ganz viele unterschiedliche Leute drin, von jung bis alt, genau, Bergführer, Athleten mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, auch Leute aus dem Handel. Und es ist spannend, jeder seinen eigenen Blickwinkel mitbringt und den mit einbringt in die Diskussion. Genau. Da kann es schon mal lauter werden auch, aber immer auf einer guten Basis und recht konstruktiv. Eigentlich der perfekte Rucksack, da merkt man nicht, dass man den dabei hat. Und wenn man abnimmt, dann ist einfach alles da, wo es sein soll. Gerade beim Bergführen ist es bei mir einfach auch oft so, dass ich schnell sein muss und ja genau, irgendwie Befestigungen für Pickel oder so, wenn das halt kein Gepriemel ist, sondern wenn es einfach funktioniert. Momentan bin ich viel mit dem Rock'n'Roll unterwegs. Der ist relativ schlicht eigentlich, aber was eigentlich besonders ist an dem, ist, dass der durch dieses Rolltop, dass man da ziemlich viel reinpacken kann, aber auch ziemlich wenig. Man muss nicht viel zusammenzurren oder so, sondern nur eigentlich oben zumachen und dann passt es schon. Für mich ist ein Rucksack irgendwie ein bisschen wie ein Kleidungsstück, oder? Und wenn einem ein Kleidungsstück gut gefällt, dann fühlt man sich irgendwie auch wohl damit. Ich glaube, Genialität ist eben, wenn es schlicht ist und trotzdem super funktioniert und alles dran ist, was man braucht. Genau, und das macht für mich einen Rucksack aus.